Weiter geht's bei Blossom Tales. Eigentlich wollte ich ja direkt zum Anfang zu unserem Händler gehen, aber der ist aus irgendeinem Grund immer noch nicht da, wo er eigentlich jetzt auftauchen sollte. Also gehen wir nun einfach weiter. Wir haben ja noch, oh, sieht man jetzt hier nicht, aber wenn ich hier raussteppe, dann sieht man, wir haben noch ein riesiges Gebiet da oben rechts in der Ecke zu erkunden. Das wollen wir alles heute erkunden. Das ist der Plan für die heutige Folge. Vielleicht auch Dungeon Time. Mal gucken, ob wir heute sogar schon einen Weg finden, da reinzukommen. Ich denke mal nicht. Aber es könnte ja trotzdem sein. Also mal schauen. Ich glaube, hier geht's. Ja, genau. Hier wollen wir nach unten. Okay. Aber wir wollen uns ja alles anschauen. Plötzlich fand Lilly etwas Aufregendes mitten im Gehölz. Was war's denn? Es war ein Haus aus Süßigkeiten. Ja, Süßigkeiten. Moment, Süßigkeiten? Ich meinte eigentlich mit Gummibärchen und Keksen und Zuckerstangen und... Ohoho, ihr beide seid ja ganz schöne Naschkatzen. Okay, es war also ein Haus aus Süßigkeiten. Lilly wollte unbedingt wissen, wer darin wohnte. Okay, toll. Hoffentlich keine böse Hexe. Weil ich kann mir das sparen, das Haus zu essen. Ich brauche das nicht unbedingt. Aber ich weiß nicht, wie es mit Lilly aussieht. Schauen wir mal. Ah, die sieht ja nett aus. Hallo! Bäckerin Jen. Oh, entschuldigt. Ihr habt wohl eine böse Hexe erwartet? Ich bin's nur, Bäckerin Jen. Meine Spezialität sind Cupcakes. Die geheime Zutat ist riesige Schmetterlinge. Ich habe noch einen übrig, wenn ihr mögt. Das sind Freunde! Die helfen uns auf unser Abenteuer. Du bist doch eine Hexe. Das sind diese armen Schmetterlinge. Zu deinen kleinen Cupcakes umbearbeitet. Das ist krank. Das ist krank. Ich bin schockiert. Ich habe keine Worte dafür, Freunde. Ich bin einfach nur schockiert. Hä, wofür bin ich das denn? Ach, das ist die. Ja, das ist die Abkürzung. Let's go. Zum Banditenlager. Jetzt haben wir das endlich mal abgeschlossen. Das freut mich. Auf jeden. Geht's hier lang? Achso, ja, von hier kamen wir. Hab ich schon wieder vergessen. Nett. Nette kleine Überraschung. Aber gibt's denn noch ein paar andere nette Sachen? Oh, ein Haus? Oh, Hallöchen. Botaniker Langford. Gefallen euch meine Pflanzen? Ich habe Exemplare aus der ganzen Welt. Das nährstoffreiche Wasser aus den Mooren hilft ihnen beim Wachstum. Außerdem benutze ich meinen eigenen Spezialdünger. Um ihn herzustellen, brauche ich Druidenfedern, Schädel, Pilze, Honigwaben, Zombiehirne und die letzte Zutat darf ich nicht enthüllen. Lust mir zu helfen? Bringt mir 5 Zutaten und ich gebe euch eine tolle Belohnung. 5 von allen? Okay, schauen wir mal kurz. Federn haben wir. Schädel haben wir gar keine. Pilze haben wir, Honigwaben haben wir, Zombiehirne haben wir. Wir haben noch nicht einen einzigen Hirn gefunden. Oder, nicht Hirn, Skelettkopf gefunden. Von denen brauchen wir ja welche. Ich weiß nicht, wo es sie geben soll. Ja, es gab mal Skelette als Gegner, aber die haben nichts gedroppt. Vielleicht ist das ja sehr selten, dass sie das droppen. Ich habe absolut keine Ahnung. Ist auf jeden Fall sehr seltsam. Und wir sollten das im Kopf bewahren. Auf jeden Fall. Bam, weg mit dem. Warum ist es hier so dunkel überhaupt? Und kann ich hier überhaupt lang? Ah, Moment. Ja, aber, haha, das hat sich gelohnt. Hier ist noch mehr, als es scheint. Eine große Höhle. Oh, so eine große Höhle. Okay. Lass mal sehen. Ja, ich denke mal, das wird nicht verkehrt sein, den da schon mal hinzuschieben. Andererseits, vielleicht doch. Schieben wir den hier erstmal. Ja, der wird wahrscheinlich erstmal hier stehen. Mhm. Boah, das ist ein schwieriges Rätsel. Den kann ich da hinschieben. Richtig? Oh, direkt beim Eingang muss ja auch noch einer hin. Sie ist am Handy. Die alte Animation habe ich noch nie gesehen. Oh,
das war dumm, glaube ich. Aber lass mich erstmal weiterschauen. Okay, dann nicht, Birk. Dann halt nicht. Machen wir nicht. Nee, keinen Fall. Spielraste sich auf keinen Fall, machen wir das. Oh nein! Ja, das kann jetzt leider ein bisschen dauern, Freunde. Aber das ist bestimmt für ein Herzteil. Ich mach's wieder kaputt, ne? Egal. Ha. Der nach oben. Da wird man ihn loben. Ja, der hier steht halt im Weg. Der steht halt falsch. Ist alles falsch. Ist alles falsch. Hä? Vielleicht soll der hier rüber? Na, hilft ja nicht, oder? Moment. Würde das helfen? So vielleicht? Das scheint ja nicht so schlecht zu sein, wenn ich... Ja, doch. Moment. Ah, fast. Ich glaube, ich hatte da einen Anhaltspunkt. Moment. Ungefähr könnte es so funktionieren? Glaube ich. So, den schieben wir dahin. Schieben wir zurück. Der hier. Ah. Der hier ist falsch gewesen. Glaube ich. Vielleicht glaube ich auch nicht. Der hier ist... Mann! Ihr seht, glaube ich, mein Problem, oder? Das ist richtig knifflig. Weil egal, was ich mache, ich habe es komplett falsch. Leider. Ja, vor allem jetzt. Alles falsch. Alles falsch. Alles falsch. Ja. Ich kann es versuchen zu retten. Das wird nicht klappen. Aber der hier falsch ist. Da komme ich halt nicht mal lang. Da komme ich gar nicht lang. Überhaupt nicht. Das ist alles für eine Schatztruhe wahrscheinlich. Oder? Oh, für drei Schatztruhen. Oh, deshalb ist es so schwer. Aber man kriegt ja viele Schätze. Aber dann... Hab ich's? Moment. Hab ich's? Ich glaube, ich hatte es. Verdammt. Ich hatte es. Moment. Oder kann ich es noch retten? Oder ich mach's komplett kaputt jetzt. Aber ich mach's. Moment. Ah, das muss noch gehen. Ich hab's kaputt gemacht. Ich hab's kaputt. Entweder der ist kaputt oder der ist kaputt. Ich hatte es vor allem. Och nee. Was war denn falsch?
Ich werde hier komplett verrückt. Ich werde verrückt. Ich weiß nicht, in welche Reihenfolge ich die machen muss. Oh mein Gott, der hier ist falsch, glaube ich. Ach nein, das gibt's doch nicht. Wieso kann ich ihn nicht nehmen und graben und nach vorne ziehen? Verdammt! Das gibt's doch nicht! Nee, ehrlich. Ich bin ein bisschen gefrickt. Vor allem deswegen jetzt. Glaube ich. Naja, okay, jetzt habe ich es mir sowieso kaputt gemacht. Jetzt, ach man. Ah! Ich hatte es. Ich hatte es. Ich verdammter Vollidiot. Ich hatte es. So ist es. So, der kommt dahin. So, Gehirn. Noch nicht schlafen. Noch brauche ich dich. Jetzt habe ich es. Okay, also ich. Oh Mann. Moment. Habe ich es noch nicht? Was? Ich hab's. Oh mein Gott! End my suffering, bitte! Yeah. Oh mein Gott! Oh, es sind sogar 6 Truhen! Nein! Nein! Spiel, wenn das jetzt nur Münzen sind, ich kotze im Strahl! Ich habe mich nämlich entschieden, doch 100% in diesem Spiel zu machen. Und bitte war hier ein Herzteil oder sowas. Nein, nein. Das war doch jetzt nicht optional, oder? Oh Gott sei Dank. Oh Gott sei Dank. Oh mein Gott. Oh, ein neues Herz. Oh, das war ja in Real Life, glaube ich jetzt. Ich habe meins verloren. Nach diesem kranken Gehirn. Es ist vor allem nicht mal viel Geld. Das ist voll wenig. Im Vergleich. Wo waren wir stehen geblieben? Ich muss aber die Aufnahme checken. Wo waren wir? Ach so, ja. Ja, klar. Wir wollten uns hier noch ein bisschen umschauen. Ich wollte gucken, warum es hier nach links geht. Oh, um hier hinzukommen. Ja. Das geht also. Ich muss wieder zu mir selbst finden nach der Krise da unten. Das war bisher das allerschlimmste Rätsel von allen. Na, einer der schlimmsten. Das Spiel hat echt Hardcore-Rätsel zum Teil. Wo bin ich jetzt bitte gelandet? Im Himmelsturm oder was? Hallo? Du bist nicht in Wald eine Katze, oder? Sage der Magier. Ah, ich merke schon, ihr habt mehr drauf als nur Schild und Schwert, junge Ritterin. Energie strömt aus dem Innersten eurer Lebensessenz. Ah, aber Energie allein ist nicht genug, nein, nein. Ohne ein gutes Gedächtnis werdet ihr diese Energie nie zähmen und eine wahre Heldin sein können. Beweist euch als Meister eures eigenen Geistes und ihr werdet belohnt werden. Ding, dong, ding, ding, dong, ding.
kann mich bewegen. Oben rechts, oben rechts, oben rechts, unten rechts. Okay. Unten rechts, oben rechts, oben links, oben rechts, oben rechts. Bam, 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 bam. Unten links, oben rechts, unten links, oben rechts, oben links, oben links. Also blab, 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 blab. Bing, bing. Oben links, unten rechts, unten links, oben rechts, unten rechts, unten links. Wie habe ich das? Es geht weiter! Oben rechts, unten links, oben links, oben links, unten rechts, oben rechts, unten links, oben, unten rechts. Nein, das schaffe ich nicht. Aufnahme! Hops! Das geht. Das ist ein Scherz. Das ist ein Scherz. Nach diesem Spiel will ich nie wieder Rätsel machen. Nie wieder. Meiner bescheidenen Meinung nach seid ihr eine Hexerin. Freilich soll euch noch jede eine Ritterin nennen. Außer mir. Und nun zieht los, junge Ritterin. Nein, warte, zieht los, junge Hexerin. Ein Herzteil. Das alles war für ein Herzteil. Wenn ihr eine Hexe seid, braucht ihr auch einen coolen Namen wie ich. Wie heißt du? Sagia der Magier. Ich bin aus der Puste, Freunde. Und scheinbar können wir hier rechts noch nicht lang, aber wenn ich die Umrandung hier ansehe, kann ich mir irgendwie schon vorstellen, was hier drüben ist. Könnt ihr es euch auch schon vorstellen? Naja, gut. Jetzt steht immer noch eine riesige Frage vor uns. Wie kommen wir in den Dungeon rein? Weil wir haben ja scheinbar immer noch nicht die Ability, die wir brauchen, um in den Dungeon reinzukommen. Aber wir brauchen ja irgendwas, um Posen oder so machen zu können. Wir haben nichts mit Posen. Wir haben eine Stampfattacke. Wir haben eine Schaufel. Nee. Gar nichts eigentlich. Ich wüsste auch nicht, wo man diese Ability, sag ich mal, herbekommen würde. Und Schädel haben wir auch nicht. Also der Typ kann uns auch noch nicht helfen. Schwierig. Nee, hier ging es nicht weiter. Nee, Freunde, ich habe absolut keine Ahnung, wie es weitergeht. Ich habe mich zwar jetzt überall umgeschaut, wo es im Moment geht, aber mehr ist auch nicht drin. Es sei denn, ich habe vielleicht doch noch mal irgendwie was verpasst. Vielleicht gibt es noch mehr. Gibt es noch mehr? Gibt es noch das Meer? Ja, muss ich mich umschauen. Freunde, ich komme einfach nicht mehr klar. Hier ist ja der Dungeon, wo wir rein sollen. Und wir sehen hier vier Statuen von diesen toten Männern. Und hier sind so Posen. Und die kann man ziehen. Man kann die bewegen. Ja. Okay, ja, kann man bewegen. Schön. Zwei von denen sind exakt gleich. Also der hier macht so ein I. Ich glaube, er hier soll ein I darstellen. Er hier zeigt nach links. Was das hier sein könnte. Ah, die sind ein bisschen anders. Schaut mal, die beiden sind doch ein bisschen anders. Weil er hat die Beine auch ausgespreizt. Also könnte er hier hinkommen. Er allerdings hat die Beine zueinander. Was bedeuten könnte, dass er hier hin soll. Bist du falsch? Da musst du herkommen. Warte, bist du dann das I? Das macht aber keinen Sinn, wenn du das I sein sollst. Aber ich schätze, wir probieren es mal. Ja, hätte ich gewusst, dass man die verschieben kann. Ich dachte, das wäre Deko, um zu zeigen, ja, die sind halt hier gestorben. Wisst ihr, aber scheinbar nicht. Und ja, er soll... Hä? Aber er hier ist auch eher ein I. Weil er doch versucht, so flach zu bleiben. Soll er das hier sein? Das macht gar keinen Sinn. Aber okay, akzeptiere ich. Okay, bei dem ist es offensichtlich.
Freunde, also ehrlich, ich mag zwar das Spiel, aber manche Rätsel. Boah, da brauche ich einen Guide von damals. Muss ich so ein Handbuch kaufen. Da war definitiv mehr als nur Eis und Schnee an diesem heiligen Ort. Ja, und wir schauen jetzt mal genauer nach. Die Ritterin konnte ihren Atem sehen, als sie die gefrorenen Hallen des Frostwurzschreins betrat. Wir sind also schon im Dungeon drin. Ganz links ist also noch nicht der Dungeon. Was ist denn dann ganz links auf der Map? Oh, und hier ist eine neue Map. Was? So weit in der Nähe? Oder so nah dran, besser gesagt? Irgendwas stimmt hier nicht. Ja, wenn das schon so anfängt, ja, hier stimmt was gewaltig nicht. Kann ich damit interagieren? Da ist ein Symbol drauf. Kann ich Symbol hier irgendwo ändern? Ich muss mir Symbol merken für irgendwas. Habe ich hier oben was übersehen? Hier, Bombe. Aua. Nein. Hier komme ich nicht durch. Nicht, dass ich wüsste. Wegsprengen. Oh, man kann es wirklich wegsprengen. Aber jetzt sehe ich das Symbol nicht mehr. Ah. Aber wenn ich alle Gräber wegsprengen kann, dann ist da vielleicht mehr als nur Zombiehirn. Aha. Aha. Tatsache. Aber ich bin noch nicht fertig mit euch. Hier könnten sich noch mehr verstecken. Ja, hier ist zum Beispiel Geld. Nicht, dass ich es brauchen würde, aber... Ja, doch, eigentlich schon. Warum nicht? Kann man gut gebrauchen. Okay, bis auf den Schalter ist aber dann doch nichts. Aua. Spinde. Boom. Ah. Komm, drop mir Skatköpfe. Ich brauche sie dringend. Droppt mir welche. Bitte. Könnt ihr die überhaupt droppen? Ich sterbe langsam. Muss eigentlich vorsichtiger spielen. Ups. Die droppen nichts. Dang it. Mann. Was soll denn der Rotz? Ich sterbe hier wirklich noch. Aber ich habe ein paar One-Ups. Zumindest etwas, was ich habe. In meinem Leben. Weil ich ja sonst nichts habe. Außer euch. Also immer Like da lassen. Oh ja. Bam. Reck. Ich habe genug Spaß mit euch gemacht. Spiel schon lange aufgehört, Spaß zu machen. Nein, Spaß. Ah, Spaß, Spaß, Spaß. Ah! Komm! Hier droppen wir noch nichts. Gar nichts. Schnell durch. Aus dem Weg. Bam. Das Herz gönne ich mir. Fehlt mir nicht irgendwas? Irgendwie. Ich weiß ja nicht. Ein Schlüssel oder so? Warte, da ging's lang? Wait, what? Ach, hier kann man nach unten. Ah, in diesen kleinen Bereich hier rein. Oh, oh. Oh nein, was bist du denn bitte für einer? Nicht schon wieder so ein Drache. Drache, erwache. Oder verschwinde am besten. Ah, ich bin stuck. Du bist stuck. Und er friert alles ein. Ah. Ah. Ah, nein. Okay, er ist weg. Komm, gib her. Der Schlüssel. Der wird schon nichts sein. Komm, hau ab. Habe ich einen Trank? Das hier, ich weiß aber nicht, was das für ein Trank ist. Also lass es lieber. Puh. Das Spiel verlangt einiges ab. Also. Sollen wir uns auch anstellen. Danke, danke, danke. Dankeschön für die ganzen Moneten. Laut Map wäre es am sinnvollsten, nach rechts zu gehen. Weil da geht es ja dann scheinbar weiter. Boah, noch mehr Geld. Ich vermute mal 1000 ist das Maximum. Oder halt 999 oder sowas. Die Zombies. Das Gute bei den Zombies ist, bei den toten Shigis, die sind One-Shot mit einem meinem Schwert. Das ist zumindest was Gutes. Ja, trotzdem erwischt mich einer. Irgendwann erwischt es jeden. Und noch einer. Und nochmal zwei Stück sogar. Crazy. Na komm, mach Bumm. Sollte vielleicht mal was anderes hier rausholen. Vielleicht ein Schild. Denke. Das gibt's doch nicht. Ja, komm, renn in deine eigene Bombe rein. Ist gut. Ist gut. Mach das. Ich sehe nichts.
habe jetzt alles gemacht. Hier gibt's wohl doch nichts. Wow. Nee, da ist auch nichts. Was? Okay. Ja, nee, doch. Macht total Sinn. Akzeptiere ich. Voll und ganz. In großer Länge. Oh nein. Oh mein Gott, was habt ihr denn für welche? Wow. Wow. What the hell? Alter. Ah. Ah! 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 Nein! Ich sterbe! Ich sterbe! Ich werde sterben! Nein! Weg! Danke! Ein Herz! Ah. Und wie habe ich jetzt mehr Leben als vorher? Ein Trank! Oh! Oh! Ein Trank! Full heal! Yeah! Now we're talking! Jetzt sind wir aber in einem Gespräch, du! Und räum mal den Müll auf. Hier stinkt es nach Toten. Und das nicht auf eine gute Art und Weise. Ganz und gar nicht. Oh, ist noch mal Geld. Geld, Geld, Geld. Geld, Geld, Geld. Das ist nichts. Okay. Bam. Boah, so viele Gehirne. So viele kann ich doch gar nicht verspeisen. Aua. Das hat wehgetan. Ich wollte ihn nicht nochmal abwerfen. Oder wollte ich das doch? Oh, Herz! Komm dir mit! Ja, schauen wir uns nochmal überall um. Macht am meisten Sinn. Oh Gott, was geht denn hier ab? Die kann man nur mit Bomben besiegen, soweit ich weiß. Vier Stück müssen reichen. Genau, vier Stück und dann sind sie dead. Kannst du mich sehen, Kollege? Ja, kann er. Gut, bam. Kurz warten. Bam. Oh, okay. Flieg einfach um. Gut. Ist er verbuggt? Ich glaub schon. Oh. Unser Schatz wird großartig sein. Denn unser Schatz ist der Schlüssel. Blam, blam, blam. Okay. Damit können wir weiter. Aber ich gehe noch nicht weiter. Ich gehe mich erstmal noch weiter umschauen. Das mache ich weiter. Ja. Dann seht ihr, die droppen alle keinen Schädel. Ich weiß nicht, wie man die bekommen soll. Ist das hier eine Falle? Ist jeder einzelne Raum eine Falle, bis auf der eine? Kann das sein? Ist es irgendwie so ein Ding? Und ich Vollidiot, ey. Boom. Einfach weg. Zack. Tschüss. Tschüss. Ernsthaft? Das hat nicht gereicht? Ja, okay, sind aber so gut wie tot alle. Boah. Oh, ihr seid doch die Schlimmsten. Nicht nur in Isaac, sondern auch hier in diesem Spiel seid ihr die schlimmsten Gegner. Und das alles für Geld! Ah, ich werd verrückt! Ich werd verrückt, ja, ja. Und tiefer geht es hinein in diesen Dungeon. Wo geht's lang? Wann wird's aufhören? Ich glaube, wir haben noch nicht mal die Hälfte. Außer in diesem Raum ist convenient direkt ein Teleporter, der uns sagen soll, hier ist die Mitte. Wow, was bist du denn für ein Auge? Bruder, mach doch nicht so! Mach doch nicht Auge! Auge? Ja? Das ist so eine Stealth-Mission hier, glaube ich, oder? Es wirkt auf jeden Fall so, als wäre das so eine. Bam! Ah! Ah! Dann will ich hier wegschleudern! Oh, Herz! Ah, aua! Herz wieder weg, fast. Oh, nicht ganz, aber fast. Oh. Nett. Tschüss, tschüss, tschüss. Er macht das extra, der bleibt extra da hinten stehen. Weil er weiß, dass er der Schalter ist, den ich nicht nochmal betätigen will. Okay. Okay. Ist doch besser als erwartet. Ich hatte auch keine großen Erwartungen, um überhaupt anzufangen. Aber trotzdem. Ja. Ja. Wie das aussieht. So verglitscht irgendwie. Also, es sieht so verglitscht aus. Was? Jetzt geht's nach oben? Wieso geht's jetzt nach oben? Ich will nach rechts, nicht nach oben. Spiel, what the hell? Nein, nein, nein. Gib mir mein Schild. Da.
Nein, 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 das machen wir nicht mit. Nee, nee, nee. Nee, nee, nee. Nee, nee, nee. Das muss nicht sein. Ich hab was runtergefahren, habt ihr es gesehen? Oh, nicht ihr schon wieder. Verschwendet, verschwendet. Warum mache ich überhaupt kaputt die ganze Zeit diese großen Vasen, wo die sich verstecken? Ich bin selber schuld. Und während ich das sage, mache ich weiter. Ach ja. Was ist das für ein verrückter Dungeon? Und ich glaube, ich brauche hier einen Fallenbogen. Hä? Hm? Wo geht's lang? Ach, da kann ich nicht lang. Ist eingefroren. Da würde es aber weitergehen, okay. Okay, schnell durch, schnell durch. Ah, schnell durch. Warum ist der eine Boden anders? Weil das ein riesiger Schneeball ist. Okay. Hä? Warte, stopp. Ach, hier krieg ich lang. Ach so. Ah. Ich hoffe, das hat was gebracht. Hier geht's nämlich nicht lang. Okay. Ah! Ach komm. Einfach durch. Auf gut Glück. Ich habe ja ganz viel Leben. Nicht so viele, wie ich vielleicht haben könnte. Aber es sind trotzdem relativ viele. Damit komme ich klar. Damit komme ich fit. Oh, ein paar Zombies. Ah! Hilfe! Mach, dass die Shiggies abhauen. Ich habe Angst vor denen. Oh, wie viele noch? Wie viele noch? So, wechseln sie. Immer schön die Items, die man besitzt, ausnutzen. Es lohnt sich. Es kann sich lohnen. Pff, ja, und das ist dieser Raum jetzt hier für mich? Was wird denn das hier? Ha? Einfach nur so ein leerer Riss. Was machst du? Ah! Ah. Okay, die sliden komplett durch. Ich sag's euch so, wie es ist. Ich bin dafür gerade nicht geschaffen. Es ist mitten in der Nacht, wo ich das hier recorde. na gut. Muss es trotzdem irgendwie versuchen. Ich glaube, das ist schon mal kein schlechter Ansatz. Ich glaube, das habe ich sogar. Den habe ich in der Tasche. Nicht ganz. Aber das war, wie gesagt, ein guter Ansatz. Es ist sehr symmetrisch, das Ganze. Was natürlich einfach macht. Man muss nur die eine Hälfte herausfinden und die andere schließt sich von selbst am Ende. Ja. Ja. Ich glaube schon. Moment. Let me cook. Freunde, ich könnte das hinbekommen. Könnte es vielleicht hinbekommen. Ich denke mal, dass hier und hier einer hin muss. Oder? Hä? Das macht keinen Sinn, weil ich gerade gelabert habe. Das würde bedeuten, dass ich einfach den hier mache. Hä? Hä, das kann nicht sein. Dann habe ich es doch schon. Hä? Ich bin noch lange nicht fertig mit dem Rätsel. Wieso ist das schon durch? Hä? Ich verstehe die Welt nicht mehr. Ach so, ja, ja, klar. Schieb mich einfach ganz zum Anfang des Dungeons ein bisschen zurück. Da, wo ich hingehöre, ne? Danke, Spiel. Was sagt ihr das jetzt? Oh Mann. Ach, weg, weg, weg. Ein Riss in der Wand. Ein Riss in der. Ich habe keine Energie mehr. Boom. Secret. Nur für mich. Ein Herzteil. Boah, da hatte ich ja keine Lust drauf gehabt, das im Nachhinein zu holen. Und wie gesagt, ich habe noch vor, 100% zu machen. Alle Herzteile und alles Mögliche. Mal schauen, ob ich es hinkriege. Aber es ist der Plan. Anfang wollte ich nicht machen, weil ich dachte, das ist zu viel Aufwand und das Spiel ist eh nicht so bekannt. Aber ich glaube, das Spiel ist noch ein bisschen bekannter, als ich dachte. Und ich werde bestimmt noch Hilfe finden für alles, was ich brauche. Ich muss nur härter danach suchen. Dun, 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 dun. Und, nein! Oh, ärgerlich, ärgerlich. Dazu sage ich noch mal Antwort nichts. So eine Feder zum Rüberspringen wäre jetzt auch nicht schlecht, ne?
manchen Zelda-Spielen gibt es so eine Feder. Oh mein Gott! Was ist da kein Zelda-Spiel? Und haha. Was haben wir denn hier Schönes? Jetzt kann ich nach unten lang. Also dieses ganze Dungeon ist bisher einfach nur mach das und das, damit du da lang kannst, damit du da lang kannst, damit du da lang kannst. Das ist aber der richtige Weg. Hä? Wie komme ich da überhaupt nach rechts lang? Moment. Ich komme ja nicht lang. Oder ist da vielleicht das Ende? Aber ich soll da nach unten. Hä? Gehen wir erstmal nach unten. Okay, der Boden scheint wohl, glaube ich, nichts zu bedeuten. Oh mein Gott, schnell weg hier! Wow! Wow, 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 aua! Wow, 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 wow! Oh, nur ein Kratzer. Na dann. Hier rechts ist der Boss und hier ist auch noch ein Boss. Oh nein, ey, darauf habe ich ja gar keine Lust, Freunde. Also so gar nicht. So gar nicht, gar nicht. Ey, nee, komm, müsst ihr das jetzt noch machen? Ich werde down gehen. Ich kann das nicht. Vor allem nicht gegen die Viecher. Die frieren ja noch den ganzen Boden ein und kriegen extra Damage. Ja, nee. Nee. Komm. Ja, drei Leben. Toll. Und dann geht's noch nicht mal nach rechts weiter. Das, was ist denn das für ein Irrgarten? Nein. Das mit Irrgarten war doch nur so metaphorisch gemeint. Was? Nein. Was soll denn das Spiel? Jetzt geht es hier auch noch weiter. Oh boy. Oh boy. Zumindest ist es einfach. Zumindest war das einfach. Hallo. Oh nein. Nicht noch mehr von euch, Viechern. Bam. 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 Und tschüss. Der war einfach. Der soll eine Herausforderung sein? Ich glaub's ja wohl kaum. Geht's hier vielleicht lang? Noch ein Kampf? Was zur? Warum fällt hier alles von der Decke? Moment. Hier ist das Ende. Ah, aber man braucht natürlich erstmal noch einen Schlüssel. Aber Gott sei Dank, wir haben den Teleporter. Mitte? Mitte? Ist das ein Scherz? Mitte? Wir haben die Hälfte? Kollege, das, was ich hier durchgemacht habe, war sicherlich nicht einfach nur die Hälfte. Also ich glaub, da hackt's aber. Wieder sowas. Wo soll ich überhaupt lang? Ich gehe rechts lang. Da habe ich die größten Hoffnungen oder Erwartungen. Schwinde! Idiot! Der wird mich schon nicht runterschießen. Bestimmt nicht. Gut. Besser ist für dich. Noch ein Kampf? Ja. Okay. Wenn das sein muss, dann haut mal ab. Danke, der erste weg. Und ich habe keine Energie mehr. Yeah. Ja, aber zumindest droppen die Leben. Gegen die zu kämpfen lohnt sich sogar. Huh. Oh, ein Heiltrank. Also ein optionaler Raum, aber das war kein schlechter optionaler Raum. Sagen wir mal so. Ja. Und. Nee, okay. Hä? Okay, das heißt, ich muss erstmal vom anderen Raum herkommen. Schalter aktivieren. Dann hier nochmal lang gehen. Um an den Schatz zu kommen. Oder an die Schatzkiste generell. Hier gab es einen Schatz ist oder nicht. Gut, dann gehen wir schnell einmal im Kreis. So, hier unten ist es ja schon. Da können wir einfach irgendwas drauf werfen, egal was. Genau, perfekt. Jetzt mal außen drum gehen. Dann wird da ein Schlüssel drin sein und dann kann ich zum Boss. Aber warum kann ich dann da oben nicht lang? Oder
Geht es da vielleicht ja weiter? Weil da stand da jetzt auf dem Teleporter Mitte. Vielleicht zeigt dieser gelbe Kasten nicht an, da ist das Ziel, sondern da ist erstmal das Ziel. Aber noch nicht das vollkommene Ziel von diesem Dungeon. Erstmal nur die Mitte. Keine Ahnung. Aber ja, hier ist der Schlüssel. Und ich sperre mich jetzt aus. Könnte ich sogar machen. Mit der Bombe? Müsste das klappen. Aber da habe ich ja nichts von. Hau ab. Langweiler. Tschüss. Man sieht sich. Hoffentlich nie. Bin ich falsch? Ich bin falsch gegangen. Ich muss tatsächlich nach oben zurück. Hau ab, hau ab, hau ab. Boah, jetzt, Mann! Das gibt's doch nicht. So eine Frechheit. Okay. Dunkel ist zwar ganz cool. Ich kann mich nicht auf das Coole konzentrieren. Ich muss mich auf die Gefahr konzentrieren. Oh, ein Zwischenboss. Ein kleiner Wurmi, ein Eiswurm. Endlich! Eine warme, saftige Mahlzeit für mich. Du wirst viel besser schmecken als die gefrorenen Leichen, von denen ich zehre. Puh, denkst du wirklich, du kannst mich essen, Kollege? Denk dir das wirklich? Du bist einfach nur der Isaac-Boss aus dem ersten Level. Du kannst gar nichts, so Witzfigur. Du denkst wirklich, du kannst mich fressen? Oh mein Gott, ist der peinlich. Der Kollege denkt wirklich, Bro denkt wirklich, er kann mich essen. Aua, er macht mir aber Schaden. Das gefällt mir gar nicht. Bam, 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 bam. Na komm, trau dich ruhig, trau dich ruhig. Bam. Du, 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 du. Komm schon. Es ist Pin aus Eisen. Was wird er schon können? Was wird er schon groß können? Hä? Was wird er schon können? Komm. Stirb einfach, gib mir mein Dungeon-Item und wir sind alle glücklich und zufrieden. Okay? Okay, Kollege. Können wir das machen? Können wir das einrichten? Wärst du dafür einverstanden? Bist du dafür bereit? Einen Kompromiss mit mir zu machen? Bam! Ey, der lebt ja immer noch. Was zur Hölle? Der will keinen Kompromiss mit mir machen. Das gibt's doch nicht. Na komm, steck deinen Kopf raus. Du wirst es wollen. Aua. Bam! Nein, Mist. Ach, Mist. Jetzt steck deinen Kopf endlich raus. Oder so. Und wir kriegen eine Medaille. Ein Zauber, der jeden Novizen der Rose neidisch machen würde. Lilly konnte nun Feuer zu ihrer Hilfe herbeirufen. Yes, wir sind Feuerbändiger. Ich wusste es. Husch. Einen Feuerkreis um uns rum. Wie hieß die Pokémon-Attacke? Feuersäulen oder so? Feuersäulen? Weiß nicht. Yeah. Nicht mal diese Kugeln können uns noch was anhaben. Haha, wie lange geht dieser Raum hier? Ah, und ich hatte recht, hier geht's jetzt wirklich weiter. Was ein cooler Dungeon. Ach ja. So, alles auftauen. Boah, das verbraucht aber sehr viel Energie. Also das ist wirklich teurer Zauberspruch. Aber, ne, es ist ein Zauberspruch. Natürlich muss er teuer sein. Könnte ich einfach nur Hex-Hex machen, dann ist ja alles ready. Nee, so geht das nicht. Das zu resetten, verstehe. Ups. Bam. Bam. Tschüss. Danke. Ach, guck mal, jetzt sind es diesmal nur zwei von denen. Aber das ist wie so ein richtiges Pokémon-Schneepuzzle. Ja, sorry, musste kurz im Pokémon-Fieber rein. Hallöchen, riesiger freaking Raum. Was geht ab? Ich bin der beste Freund, der Erkunder. Ich erkunde jetzt dich. Okay, da kann ich nicht lang. Hey?
Aber dann ist er doch auch nicht. Irgendwas stimmt hier in diesem Raum nicht. Irgendwo gibt's hier was. Hier muss irgendwo tatsächlich der Schlüssel sein, den ich suche. Vielleicht hinter dem Haufen hier? Einer dieser Haufen muss es doch haben, oder? Maybe? Herzen und Geld nehme ich auf jeden Fall an, obwohl ich glaube, viel Geld kann ich mittlerweile nicht mehr tragen. Habe ich so das starke Befürchten. Und wir haben noch so eine ganze Reihe von Items, die wir haben können. Ich frage mich, was die sein werden. Also was für Items das sein werden. Das regt einen auf jeden Fall an, nachzudenken. Dun, dun. Ernsthaft? Gibt's hier nur Geld und, ja gut, ein bisschen Heilung, schätze ich. Und sehr viele Gehirne, die ich theoretisch verkaufen kann. Aber sonst ist hier nichts? Hä? Gar nichts? Wirklich nichts? Nein, gar nichts? Das kann doch irgendwie nicht sein. Scheint aber so. Aber rauskommen wir ja auch nicht, oder müssen wir jeden einzelnen Gegner besiegen? Ist das hier unsere... Oh mein Gott, ehrlich? Ernsthaft? Das war die Aufgabe? Alle besiegen? Wäre ich jetzt tatsächlich nicht drauf gekommen. Aber gut, so früher oder später hätte ich so oder so geschafft. Beim Umschauen hier, beim Erkunden. Gut. Da oben. Ich hoffe, es wird ein gerader Weg dorthin. Aua. Ich fackel die ab. Oh, das macht sogar doppelten Schaden. Das sind sehr empfindlich gegen Feuer. Denn deren Muskeln bestehen nur aus Eis. Die sind nicht echt. Gar nichts an denen ist echt. Nicht bei deren Stimme oder Name ist echt. Alles nur gefaked und geklaut. Ja, ich chill einfach, glaube ich. Ich glaube, das Beste, was ich machen kann. Bam. Krieg ich keinen Schaden. Bam. Seht ihr? Geht doch. Blöp. Du kannst gerne abhauen, Kollege. Meiner nur, du kannst gerne abhauen. Danke. Ja, das war jetzt nicht so klug. Ja, vor allem, weil er nach oben dreht. Ja. Ja. Egal, ich muss ihn nicht besiegen. Lass einfach leben. Ich bin einfach mal so großzügig und nett. Ich bin einfach mal so nett. Und hau ab. Lass sie am Leben. Könnt du ruhig. Meinetwegen. Alter, war mir Schaden. Boah. Hab ich im Augenwinkel gesehen. Hohohoi. Eine Schriftrolle von Elissa. Ich habe noch nie so eine starke spirituelle Präsenz gespürt, wie hier im Frostwurzschrein. Es ist faszinierend, wie ruhig und willkommen ich mich hier fühle. Die Menschen wären bestimmt nette Menschen, wenn sie noch am Leben wären. Ich fühlte mich erst in dem Moment unwillkommen, als ich an meine Suche nach den Eisorchideen dachte. Auf keinen Fall werde ich mich denen jetzt nähern. Alright. Freunde, beim nächsten Mal machen wir diesen Dungeon fertig. Ja, wir beleidigen ihn total. Machen ihn richtig fertig. Und zusätzlich werden wir dann auch noch herausfinden, wie es weitergeht. Vielleicht mache ich dann als nächstes eine kleine Herzteilsucherei. Oder ich gehe direkt zum Final Boss, weil bestimmt kommt er noch irgendwie. Ein Final Boss, weil wir haben noch nicht mal die ganze Map erkundet. Da fehlt ja noch ein Stückchen. Ja, da stimmt was nicht. Stimmt was gewaltig nicht.